Seien Sie doch so nett, stellen Sie kurz den KOK und sich als Person einmal vor. Ja, mein Name ist Nayle Tanusch und ich arbeite als Geschäftsführerin beim bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, kurz KOK e.V. Das ist eine Vernetzungs- und Koordinierungsstelle mit 37 Mitgliedsorganisationen, die bundesweit verteilt sind. Wir setzen uns für die Rechte der Betroffenen von Menschenhandel ein, machen Vernetzungskoordinierungsarbeit, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und verstehen uns als unmittelbares Sprachrohr von den Organisationen. Die Organisationen sind sowohl spezialisierte Fachberatungsstellen für Betroffene des Menschenhandels, aber auch Wohlfahrtsverbände, Schutzwohnungen und Frauenverbände. Ich bin Margarete Morischan, ich bin beim KOK im Vorstand tätig. Das mache ich ehrenamtlich und hauptamtlich arbeite ich bei INVIA. Das ist eine Fachberatungsstelle für Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, im Land Brandenburg. INVIA ist eine der Mitgliedsorganisationen vom KOK. Wir wollen auf die Situation in Deutschland aus europäischer Perspektive schauen, was den Menschenhandel in Deutschland betrifft. Die EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Menschenhandel aus dem Jahr 2011 sollte bis April 2013 umgesetzt werden und ist von 27 Staaten unterzeichnet worden. Was sind die wichtigsten Kernelemente der EU-Richtlinie? Das wichtigste Kernelement im Grunde genommen der EU-Richtlinie ist für uns, dass sie die Opferrechte gleichrangig setzt neben den strafrechtlichen Bestimmungen. Das heißt, dass opferschutzrechtliche Gesichtspunkte, Präventionsgedanken, Opferrechte genauso eine gleichwertige Rolle spielen wie die Strafverfolgung und das Strafrecht. Die Richtlinie hat verschiedene Artikel zum Inhalt. Einmal in Bezug auf die strafrechtlichen Bestimmungen gibt es eine Erweiterung der Ausbeutungsformen, die jetzt auch in Deutschland umgesetzt werden, wie beispielsweise die erzwungene Betteltätigkeit oder das Ausnutzen strafbarer Handlungen. Das ist bislang in Deutschland noch nicht strafbar. Aber sie hat eben auch ganz wesentliche Artikel, die aus Perspektive des KOKs eine wichtige Rolle spielen. Das ist einmal der Artikel, das ist der Artikel 11, wonach die Mitgliedstaaten sicherstellen sollen, dass Betroffene des Menschenhandels einen Anspruch auf Beratung vor, während und nach den Strafverfahren erhalten, ab dem Zeitpunkt, wenn sie als Betroffene von Menschenhandel identifiziert werden. Und das sagt die Richtlinie auch in diesem Artikel, auch unabhängig davon, ob sie eine Aussage im Strafverfahren machen oder nicht. Ein weiterer wichtiger Artikel ist der Artikel, der zusichert, dass Betroffene von Menschenhandel einen Zugang auf Entschädigung haben sollen. Und es gibt einzelne Ausführungen, das ist in Artikel 13 fortfolgende, für minderjährig Betroffene von Menschenhandel, wo ausführlich geregelt ist, welche Betreuungs- und Schutzmaßnahmen für diese eingeleitet werden sollen. Und ein Artikel, der ist eher zum Ende hin, wonach die Mitgliedstaaten eine Berichterstattungsstelle oder einen gleichwertigen Mechanismus einrichten sollen. Noch ein weiterer Artikel, den wir auch wesentlich finden, ist der Artikel, der bestimmt, dass Betroffene von Menschenhandel straffrei sein sollen, also dass sie nicht wegen der Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Menschenhandel stehen, verfolgt werden sollen. Im Sommer kam die internationale Expertengruppe Greta nach Deutschland, um die Umsetzungsschritte der Europaratskonvention zu überprüfen. Die Greta-Kommission war auch bei Ihnen. Wer arbeitet bei Greta und wie müssen wir uns diesen Besuch vorstellen? Die Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels aus dem Jahr 2005, um diese handelt es sich. Diese wurde von Deutschland ratifiziert und ist in Kraft getreten letztes Jahr im April 2013. Und Bestandteil eben dieser Konvention ist ein Expertinnengremium mit Experten und Expertinnen, die aus den Ländern berufen werden. Das sind maximal 15 Personen und die haben zur Aufgabe, die Umsetzung dieser Konvention zu beobachten, zu begleiten, aber auch zu kontrollieren. Und sie erstellen Berichte über die Vertragsstaaten.
Und diese Berichte werden veröffentlicht, gehen an die Vertragsstaaten, an die Öffentlichkeit, aber auch an den Ausschuss der Vertragsparteien. Und ganz konkret wurde eben Deutschland, so wie Sie sagen, im Jahr 2014 besucht von der Greta-Kommission. Es wird, also wurde evaluiert sozusagen. Und das lief so ab, dass die Bundesregierung vorab einen Fragebogen erhalten hat. Der Fragebogen ist allgemein zugänglich. Das ist immer derselbe Fragebogen, den alle Staaten erhalten haben. Ein recht umfänglicher Fragebogen. Dieser wurde dann ausgefüllt und verschickt an Greta. Und unabhängig von diesem Fragebogen hat der KOK einen eigenen Bericht erstellt für Greta in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsorganisationen, wo wir aus unserer Perspektive wesentliche Punkte und Inhalte geprüft haben im Rahmen der Europaratskonvention, wie sie hier in Deutschland Anwendung finden oder auch nicht. Das haben wir alles verschickt an das Sekretariat und die Experten und Expertinnen hatten Gelegenheit, bevor sie den Länderbesuch gemacht haben, sich mit diesen Berichten und den Fragebogen auseinanderzusetzen. Wir haben dann als Auftaktveranstaltung sozusagen für Greta ein Roundtable organisiert für den Ausschuss, wo wir verschiedene Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Nichtregierungsorganisationen eingeladen haben, auch über den Kreis der KOK-Mitgliedsorganisationen hinausgehend, die zu den verschiedenen Ausbeutungsformen oder Zielgruppen von Betroffenen von Menschenhandel arbeiten. Bei diesen Besuchen haben zwei Experten der Greta-Kommission teilgenommen und sie wurden begleitet von zwei Fachpersonen des Sekretariats und die haben dann nach diesem Roundtable den offiziellen Teil des Länderbesuches gestartet. Sie haben mit Bundesministerien gesprochen, mit Strafverfolgungsbehörden, verschiedenen Akteuren in Berlin und dann hat sich die Gruppe sozusagen geteilt. Ein Experte ist mit einer Fachperson vom Sekretariat, hat verschiedene Bundesländer besucht und der andere andere Bundesländer sozusagen, um vor Ort da auch nochmal mit verschiedenen Akteuren zu sprechen, weil wir in Deutschland aufgrund des Föderalismusprinzips einfach da auch nochmal anders oder andere Vereinbarungen, Konzepte haben zur Stärkung der Rechte von Betroffenen oder auch zur Bekämpfung des Menschenhandels. Nach Abschluss dieser Länderbesuche gab es dann nochmal ein abschließendes Gespräch mit der zuständigen Stelle innerhalb der Bundesregierung, mit der zuständigen Stelle für Greta innerhalb der Bundesregierung. Und Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben für den Besuch der Greta-Kommission einen Bericht verfasst vom KOK aus, von Ihren bundesweiten Mitgliedsorganisationen. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Wir haben einen sehr ausführlichen Bericht geschrieben, für den wir unsere Mitgliedsorganisation auch befragt haben. Wir haben Praxisbeispiele zugeliefert bekommen und haben uns vom Schwerpunkt orientiert an der Konvention. Aber das wesentliche Ergebnis unseres Berichtes und unserer Prüfung ist, dass in Deutschland sich alles darum rankt, dass das Thema Menschenhandel als strafrechtlicher Tatbestand angesehen wird. Das heißt, alle Maßnahmen drehen sich um das Thema Strafverfolgung. Unserer Meinung nach fehlt in diesem Zusammenhang die menschenrechtliche Perspektive. Diese ist notwendig, um die Rechte der Opfer von Menschenhandel zu stärken. Erst mit dieser menschenrechtlichen Perspektive und mit der Stärkung der Rechte der Opfer von Menschenhandel ist faktisch unserer Meinung nach auch erst eine Bekämpfung des Menschenhandels möglich. Gerade noch mal vor dem Hintergrund, dass Sie jetzt betonen, dass die menschenrechtliche Perspektive zu kurz kommt in Deutschland in Bezug auf den Menschenhandel. Welche politischen und juristischen Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht notwendig, um die Rechte von Betroffenen im Sinne der EU-Richtlinie zu stärken? Wir schauen da aus zwei Perspektiven. Einerseits die Opferrechte stärken. Aus diesem Aspekt fordern wir eigentlich einen langfristigen und sicheren Aufenthaltsstatus für die Betroffenen vom Menschenhandel, unabhängig davon, ob sie mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Die zweite Forderung ist die Verbesserung des Schutzes für minderjährige Betroffene von Menschenhandel. Einerseits darunter auch den Aufenthalt, auch die Aufenthaltsproblematik, andererseits zum Beispiel auch spezialisierte Unterkünfte für Betroffene Minderjährige.
Wir fordern auch eine einheitliche Sicherung des Lebensunterhaltes von Betroffenen vom Menschenhandel, ohne einen Unterschied nach Herkunftsländern zu machen. Das bedeutet, dass alle Betroffenen von Menschenhandel zum Beispiel Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch bekommen soll oder nach einem Sozialgesetzbuch bekommen soll und das auch unabhängig davon, ob sie mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten oder nicht. Wir fordern, dass die Umsetzung der Rechte auf Information für Betroffene von Menschenhandel verbessert werden soll. Also die Betroffenen sollen schneller und einen guten Zugang zu Informationen über ihre Rechte haben sollen. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, um die Betroffenen vom Menschenhandel gut unterstützen zu können, brauchen wir ein stabiles Hilfesystem. Wir brauchen dafür sichere und langfristige Finanzierung, stabile Finanzierung für Beratungsstellen für Betroffene vom Menschenhandel einerseits, aber auch zum Beispiel andererseits für Unterkünfte, Frauenhäuser oder Schutzunterkünfte für Betroffene vom Menschenhandel. Eine dritte Perspektive ist auch, dass wir Behörden oder Institutionen, Organisationen, die im Zusammenhang mit Betroffenen in Kontakt kommen können, dass sie bundesweit geschult werden sollen oder Zugang zu Schulungen haben sollen. Unter diesen Akteuren oder Institutionen sollen zum Beispiel Polizeibeamten erfasst werden, aber auch Staatsanwaltschaft, Richter, Jugendämter, Asylbehörden, Migrationsdienste, also alle Organisationen, Institutionen und Behörden, die in Kontakt mit Betroffenen von Menschenhandel kommen könnten, sollten unserer Meinung nach Schulung zum Thema Menschenhandel erhalten. Sie arbeiten mit dem europäischen Netzwerk La Strada International zusammen. Was sind Ihre Ziele und wie sieht die Zusammenarbeit aus? Ja, der KOK arbeitet seit vielen Jahren mit La Strada International zusammen. Das Hauptziel ist, gemeinsam die Rechte der Betroffenen von Menschenhandel zu stärken. Wir informieren uns einerseits gegenseitig über Entwicklungen im Rahmen der Länder. Ganz konkret gesprochen nimmt der KOK regelmäßig bei den Austausch- und Netzwerktreffen von La Strada International teil. Dort nehmen auch andere NGOs und Fachberatungsstellen teil, die zum Thema Menschenhandel arbeiten oder im weitesten Sinne zum Thema Ausbeutung der Arbeitskraft. Wir führen gemeinsam mit La Strada verschiedene Präventionskampagnen auch durch. Jetzt ganz aktuell in diesem Jahr haben wir eine Kampagne mit La Strada gelauncht sozusagen anlässlich des EU-weiten Tages gegen Menschenhandel am 18. Oktober. Die Kampagne möchte nochmal darauf aufmerksam machen auf das Thema Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung in Europa. Wir führen aber auch Projekte gemeinsam durch, haben das in der Vergangenheit und auch ganz aktuell vielfältigste Art und Weise gemacht, beispielsweise bis zum Abschluss des Jahres 2012 waren wir Projektpartner in dem Projekt Compact. Das sollte den Zugang für Betroffene von Menschenhandel zur Entschädigung und entgangenen Lohn stärken und verbessern. Jetzt aktuell arbeitet KOK unter der Trägerschaft des KOKs, gibt es das aktuelle Projekt Date Act. Da ist La Strada Kooperationspartner. In dem Projekt geht es darum, den Datenschutz und die Privatsphäre der Betroffenen von Menschenhandel zu sichern und zu schützen. Im Rahmen des Projektes Date Act werden verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Wir haben beispielsweise im letzten Jahr eine Fachkonferenz gehabt. Es wird eine Studie veröffentlicht, gemeinsam mit Unterstützung von La Strada und anderen Experten und Expertinnen und Konsultationen von Beratungsstellen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland durchgeführt.